Hallöchen, ich habe jetzt die gelesenen Bücher für euch, denn das wird jetzt Zeit, über die Bücher zu sprechen, die ich im Mai gelesen habe. Ja, und der Mai heißt auch, es ist jetzt Juni und jetzt ist irgendwie schon der letzte Monat der ersten Hälfte des Jahres. Eine verquere Ausdrucksweise, aber ihr versteht mich hoffentlich. Ich fange an mit den gelesenen Büchern. Es kommt aber noch ein bisschen mehr hier in dieses Video rein. Ihr werdet es merken an der Länge des Videos. Von Katharina Hagener, Das Geräusch des Lichts. Wer die Rache des Zupf mitverfolgt, hier oben im Eck, hat dieses Buch bei der Januarrache gesehen. Ich habe für dieses Buch auch gezahlt, denn ich wollte es unbedingt lesen, habe es aber nicht in der vorgegebenen Zeit geschafft. Das Geräusch des Lichts, worum geht's? Es geht eigentlich um eine Frau, die in einem Warteraum sitzt und sich Geschichten überlegt über die Menschen, die dort auch warten. Und es sind durchaus Geschichten, die man so nicht kennt. Und das ist aber jetzt nicht erzählt in Form von Geschichte A, Geschichte B, Geschichte C, sondern es fühlt sich wie eine Geschichte an, auch wenn die alle jetzt gar nicht so viel miteinander zu tun haben. Es sind durchaus sehr fantasievolle Geschichten und sehr einzigartige. Ich habe es sehr genossen, in den Schreibstil abzutauchen, in diese Welt mitgenommen zu werden. Es geht so ein bisschen um Polarlichter, Kanada, Kanada. Polarlichter, genau. Genau, dann geht es noch um den 12-jährigen Richard, der jeden Weg zum Planeten Chu absucht. Es ist zum Teil ein bisschen fantastisch und abstrus, aber eigentlich richtig, richtig schön. Mich konnte es kriegen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, der Geschmack von Apfelkernen oder so ähnlich heißt auch ein Buch von ihr. Und das Buch ist meines Wissens nach durchaus auch sehr gut angekommen, auch bei meiner Mutter. Und da werde ich mal reinschauen bei Gelegenheit, denn die Autorin hat mich auf jeden Fall ja so ein bisschen sprachlos hinterlassen und mitgenommen auf eine wirklich fantastische Reise. Oder auch mit diesem Flugzeug da, Yellow, irgendwohin. Aber das war schon insgesamt alles ganz gut. Größtenteils habe ich das Buch meines Wissens noch im April gelesen. Es hat sich dann irgendwie ein bisschen gezogen und andere Bücher haben sich dazwischen geschoben, aber beendet dann eben im Mai. Was ich außerdem auch so zwischenrein gelesen habe, war Jason F. Wright, Die Mittwochsbriefe. Und an dieser Stelle ein kleiner Hinweis auf dieses Buch hier, Das Weihnachtsglas von Jason F. Wright. Das habe ich gelesen. Das ist wahnsinnig dünn, es ist wahnsinnig schön. Es hat nicht mal 150 Seiten, 142. Es ist schon eine Weile her, dass ich es gelesen habe. Trotzdem weiß ich noch nahezu alles daraus. Und er kann es einfach. Ich finde, Jason F. Wright kann es einfach. Und ich habe leider festgestellt, dass neben diesen beiden Büchern nur noch ein anderes Buch existiert, das aber schon auf meiner Wunschliste gelandet ist, denn ich mag ihn unfassbar gern, wie er schreibt und erzählt. Bei den Mittwochsbriefen geht es darum, dass Jack und Laurel, die haben so ein kleines Bed and Breakfast, so eine kleine Pension in so einem eher ruhigen Ort, ein bisschen ländlicher. Und Jack hat Laurel jeden Mittwoch einen Brief geschrieben. Egal, ob sie im Raum nebenan saß oder ob er meilenweit entfernt war. Und ich finde das so, so schön, die Grundidee daran. Und noch schöner fand ich irgendwie die Aufdröselung dieser Geschichte. Denn zu Beginn der Geschichte sterben Jack und Laurel und daraufhin kommen natürlich die drei Kinder zusammen. Ich weiß noch, Malcolm, Samantha, genau, und Matthew. Und auch die drei Kinder sind irgendwie so einzigartig. Selbst wenn von diesen dreien nicht alles erzählt wird und auch nicht deren komplettes Leben im Vordergrund steht, fand ich es wahnsinnig schön, weil ich den Eindruck hatte, dass ich selbst die Tochter von Samantha, obwohl die kaum erwähnt wurde, irgendwie kannte. Jeder hatte so seine eigene Sprache und kam irgendwie so, ja, selbst richtig gut hier drin vor. Das heißt, wir erfahren, dass diese drei Kinder eben zusammenkommen, sich seit langer Zeit auch nicht mehr gesehen haben. Da gibt es so ein paar Spannungen und Vergangenheitsgeschichten, sagen wir mal so, und auch Geschichten, die verwoben sind mit diesem Ort, wo wir uns befinden. Dann stoßen diese drei Kinder eben auf diese Mittwochsbriefe und wussten nichts davon. Und Jack hat das eben bis zum Schluss durchgezogen. Und natürlich sind da auch brisante Infos drin. Und es wird letztendlich, wie so schön heißt und so schön ist, wenn es so um Familie geht, ein schreckliches Familiengeheimnis gelüftet, offenbart. Es ist aber wunderschön erzählt. Es fühlt sich nicht so an, als ob jetzt jemand schuldig wäre danach, als ob jemand was ganz Schlimmes begangen hätte, jemand andere hintergangen hätte durch das Nicht-Offenbaren dieses Geheimnisses. Und es fühlt sich so warm an in dieser Familie, obwohl gerade die beiden
quasi wichtigsten Menschen daraus verstorben sind. Deswegen, ich kann es jedem nur ans Herz legen. Ich weiß, dass es das leider nicht mehr so als Buch gibt. Also wer es noch irgendwo findet oder kriegt in einem öffentlichen Bücherschrank, wie auch immer, mitnehmen und lesen. Es gibt auch noch andere Cover davon oder als E-Book lesen. Denn so existiert es noch als E-Book. Ich kann es nur empfehlen. Es ist gar nicht mal so dick. 280, 85 Seiten. Ich habe den Großteil davon, also über 250 Seiten an einem Tag gelesen und konnte es dann nicht mehr aus der Hand legen. Ich habe es am Abend vorher angelesen und habe gemerkt, so doch, das will ich jetzt lesen und habe es dann eben auch komplett durchgezogen. Das Buch hier war auch ein Buch von der Rache, was ich quasi sozusagen bis Ende Mai sowieso lesen sollte, musste. Und es hat mich sehr gefreut, in diese Geschichte komplett abzutauchen und irgendwie bereichert wieder aufzutauchen. Das schafft nahezu jede Geschichte, aber irgendwie dieser Autor nochmal besonders. Kleiner Nachtrag noch hierzu. Ich habe das Buch sehr, sehr gemocht und auch wenn ich in den Rezensionen zu diesem Buch mehrfach gelesen habe, dass diejenigen Leser, Leserinnen überhaupt nicht damit zurechtkamen, dass hier viel Anspielung auf Gott ist, beziehungsweise der Glaube an Gott sehr im Mittelpunkt steht. Das habe ich auch so empfunden, das habe ich auch gelesen so. Allerdings finde ich es durchaus legitim, dass sich jeder genau das oder denjenigen suchen kann, woran sich jemand festhält. Ich für mich glaube nicht an Gott, aber das hat hier eigentlich gar nichts damit zu tun mit der Geschichte. Ich möchte nur sagen, für manch einen kann das abschreckend sein, ja. Für mich ist es einfach nur der Beweis, dass es wichtig ist, sich auch auf andere Geschichten einzulassen und zu gucken, wie gefällt mir das und kann ich damit umgehen, dass einfach jemand, über den ich da gerade etwas lese, so und so glaubt und lebt. Ich denke mal, wenn man offen dafür ist, dann stört einen das nicht, egal welcher eigenen Religiosität oder Religion man angehört oder egal, was man selbst glaubt. Deswegen nur nochmal so viel dazu. Und obwohl die anderen beiden Bücher richtig gut waren, kann ich nicht anders als dieses Buch als Monatshighlight zu bezeichnen. Von Michael Birbeck, beziehungsweise. Ah, dieser Autor, irgendwie hat der was. Also ich habe von ihm Das schönste Mädchen der Welt gelesen. Und zwar zu dem Zeitpunkt, als ich wusste, dass er zur Lit Love kommt. Es müsste 2018 gewesen sein, weil ich da mit meiner Cousine war und sie auch sehr begeistert von dem Autor war. Er hat sich einfach als absoluter Entertainer herausgestellt und bewiesen und er hat da irgendwie das Ganze gerockt als einziger männlicher Autor so in dem Laden. Es waren sonst nur Frauen und auch Besucher deutlich mehr Frauen als Männer. Dementsprechend hat es einfach Spaß gemacht mit ihm. Und dieses Buch jetzt habe ich angefangen, zusammen mit meiner besten Freundin Lisa zu lesen, denn wir beide lesen sehr gerne und wir mögen ihn sehr gerne. Und sie fand ihn damals auch sehr gut auf der Lit Love, auch wenn wir beide uns da noch nicht kannten. Aber so viel dazu jetzt erstmal zur Vorgeschichte. Worum geht's denn hier überhaupt? Hier geht's um Lasse und um Tess. Und die beiden sind schon viele Jahre zusammen, 7 Jahre oder über 7 Jahre mittlerweile. Und bei denen ist so ein bisschen die Beziehung eingeschlafen. Sie verbringen trotzdem noch einen wundervollen Urlaub zusammen, beziehungsweise so eine kleine Grundreise, die sie dranhängen an die Hochzeit des guten, besten Freundes von Lasse. Und dann kehren sie wieder zurück in den Alltag. Und der Alltag heißt, sie haben eine Fernbeziehung und Tess ist sehr erpicht auf ihre Karriere und erzählt dann eben auch, dass sie wegziehen soll, nämlich nach China gehen, um dort noch mehr Karriere zu machen. Das ist für Lasse keine richtige Option. Und Lasse ist einfach sehr in dem Ort verwurzelt, in Köln verwurzelt, wo er einfach auch sich eine größere Wohnung, loftähnlich, er nennt es die Halle, gekauft hat, renoviert hat. Und selbst als, ich sag mal, Stand-up-Comedian oder Kleinkünstler oder wie auch immer auf die Bühne kommt und immer wieder natürlich versucht, auch humorvoll an Dinge ranzugehen. Das kommt auch immer wieder hier durch. Und ich möchte an der Stelle sagen, dass es hält immer eine Überraschung bereit, dieses Buch, denn Lasse ist vom Charakter her einfach so, dass man merkt, er hat auch noch ganz viel Fassade und Maske und lässt nicht alles an sich ran und gibt auch nicht alles von sich preis. Und trotzdem ist es so unfassbar nah und direkt und echt. Und es spielt dann noch ganz viel eine Rolle, wie die Familie von Lasse ist und wo die ist in Kopenhagen, beziehungsweise in der Nähe von Kopenhagen. Die besucht er mehrfach und da passieren auch noch so ein paar Dinge.
letztendlich stecken in diesem Buch, es sind über 520 Seiten, wahnsinnig viel Inhalt. Und ich dachte erst, es ist vielleicht zu viel. Doch am Ende habe ich es zugeklappt und gemerkt, irgendwie passt es doch, genauso wie es ist. Und es ist eine Geschichte, bei der vielleicht jemand sagen würde, naja, aber da gibt es jetzt dies und jenes nicht und am Ende ist es nicht so und so und bla. Aber ich finde, genau das macht Romane von ihm aus und das ist wie aus dem Leben gegriffen. Und das finde ich so schön. Deswegen kann ich es euch nur ans Herz legen. Von Michael Bierbeck, beziehungsweise dieser Roman ist meines Wissens schon ein paar Jährchen älter. Der ganz ursprüngliche, 2007 ist es zuerst erschienen. Das heißt wirklich schon ein bisschen älter. 14 Jahre. Und trotzdem hat es immer noch eine große Präsenz und Relevanz. Es sind Themen drin, die einen immer noch bewegen. Ein Mann liebt eine Frau und die Frau liebt auch diesen Mann. Wie funktioniert diese Liebe oder eben auch nicht? Was läuft noch so nebenher? Wie sind vielleicht manche Branchen aufgestellt, in die wir eintauchen dürfen mit dem Autor? Und was bedeutet Familie? Ich möchte gar nicht viel mehr dazu sagen, denn es hält so viel bereit, dieser Roman. Und das darf man selbst entdecken. Und auch wenn ich länger dafür gebraucht habe, um es zu lesen, es war kein Buch, das mich reingezogen und nicht mehr losgelassen hat. Eigentlich schon, so ein Gedanken mehr, aber nicht vom Text her. Also ich war jetzt nicht dran gefesselt und musste unbedingt die ganze Zeit weiterlesen. Ich brauchte Pausen dazwischen, um das Ganze irgendwie mitzunehmen, durch einen ganzen Teil, durch einen Zeitraum meines Lebens und eben nicht über nur einen Vormittag, in dem ich es durchgesuchtet hätte. Trotzdem, zwischendrin habe ich immer wieder das Gefühl gehabt, so, nee, ich muss jetzt noch ein Kapitel lesen. Das ist nicht so ein, na, ich möchte noch eins, sondern ich muss noch eins lesen und konnte es eben nicht mehr aus der Hand legen. Ich habe noch zwei weitere Bücher von ihm hier. Allerdings habe ich auch schon mal eins angelesen, das ich nicht gut fand. Dementsprechend, ja, ich bin gespannt, ob die anderen zwei Bücher, die ich noch hier habe, mich überzeugen können und ob ich vielleicht noch mal die Chance habe, ihn auch live irgendwo zu sehen oder zu treffen, denn das kann ich jedem nur empfehlen. Wirklich. Auch wenn ihr ihn bisher nicht kennt und seinen Schreibstil nicht kennt, ich finde ihn als Mensch ist er wahnsinnig unterhaltsam. Teilweise manchmal so eine melodramatisch-tragische Figur. Trotzdem so echt und mit so viel Leben angefüllt, dass ich es kaum glauben kann. Ja, auch jetzt so in Erinnerung, wenn ich mich daran zurückerinnere, wie es war, ihn zu treffen. Dann möchte ich unbedingt noch zwei Bücher zeigen, die ich momentan lese. Und zwar habe ich begonnen von Guy Winch, Emotional First Aid, Healing, Rejection, Guilt, Failure and Other Everyday Hurts. Entschuldigung für meine englische Aussprache, die ist nicht perfekt. Lesen geht. So, das sind quasi kleine Kapitel, immer um die 30, 40 Seiten pro quasi emotionaler Wunde, über die hier geschrieben wird. Meines Wissens ist er selbst Professor oder Psychiater oder dergleichen. Dementsprechend weiß er, wovon er da spricht und schreibt. Und ich habe schon ein anderes Buch von Guy Winch gelesen, das ich sehr mochte. Oder auch nicht. Und ich habe das jetzt gerade erst begonnen. Das heißt, ich habe gerade mal ein Kapitel gelesen. Wäre jetzt beim zweiten Kapitel ungefähr auf Seite 37. Da habe ich noch ein bisschen was vor mir. Allerdings wollte ich es einfach nur nochmal erwähnen, weil ich finde es wichtig, auch derartige Bücher zu lesen. Es ist deutlich leichter geschrieben als ein simples Sachbuch. Es ist sehr erklärend, sehr beschreibend, sehr in Vergleichen über eigene Erlebnisse bzw. Erlebnisse von Personen, die zu ihm kamen, berichtet. Und ich finde es sehr, sehr schön, weil wir oft genug vergessen, wie viel emotionale Wunden, psychische Wunden mit uns machen können. Und wenn wir die nicht behandeln oder richtig verarbeiten, dann kann es durchaus sein, dass wir auch davon später noch schwere Schäden bekommen oder sich das aufsummiert. Deswegen finde ich die Auseinandersetzung mit der Thematik sehr wichtig und möchte es hier einfach nochmal direkt erwähnen. Mehr dazu natürlich, wenn ich es ausgelesen habe. Dieses Buch habe ich bereits hochgehalten bei meinen Neuzugängen. Auch hierzu gibt es ein Video von Roald Mark Lehmann, Mission Erde. Die Welt ist es wert, um sie zu kämpfen. Ich wollte es jetzt nur nochmal hochhalten, weil ich es jetzt angefangen habe und gemerkt habe, dass mich der Schreibstil schon sehr packt. Es ist eben nicht nur ein, es ist mehr wie ein Erlebnisroman oder dergleichen, aber nicht wie ein reines Sachbuch darüber, was soll ich jetzt bitte in meinem Leben tun, damit ich die Welt rette, sondern eher so ein beispielhaftes, was er getan hat und erlebt hat, um das weiterzutragen. Hier einfach nochmal quasi kurze Werbung dafür. Ich finde das wahnsinnig gut, kurze Werbe Pause sozusagen, auch mit dem Hinweis nochmal auf Seaspiracy. Guckt es euch doch bitte an. Das
kostet euch 90 Minuten eures Lebens und kann so viel in euch und auch für andere bewirken, vor allem für unseren Planeten. Wir wollen alle hier noch gut weiterleben auf diesem Planeten, deswegen kämpfe ich quasi für dieses Buch und für unseren Planeten, indem ich es immer wieder erwähne. Schaut es euch einfach mal an. Vielleicht ist es doch auch was für euch. Und wo wir gerade bei Neuzugängen sind, zwei Neuzugänge habe ich noch nicht erwähnt. Und zwar genau die zwei, die ich aus dem Wanderpaket von Anka behalten habe. Auch dazu gibt es ein Video. Heute bin ich nur am... Dazu gibt es ein Video. Video. Bei mir geblieben sind Ein Winter mit Baudelaire von Arol Gobert oder so ähnlich. Wenn ihr Näheres dazu wissen wollt, wie gesagt, guckt einfach mal bei dem Video zum Paket vorbei. Und von Robert Galbraith ist bei mir geblieben Der Ruf des Kuckucks. Das ist das Pseudonym von J.K. Rowling. Und ja, hier geht es eben um einen Kriminalfall, auch wenn es Roman heißt. Damit das Ganze abgeschlossen ist, welche Bücher tatsächlich bei mir eingezogen sind im Mai. Und jetzt geht es noch um meinen Sub. Ich darf nämlich verkünden, ich habe hier noch ein paar Bücher liegen, die ich nur ganz kurz zeigen werde, damit ihr wisst, um welche es sich handelt. Und euch ganz kurz erkläre, wie denn das Ganze jetzt abläuft, warum ich hier eine klimpernde Eule habe. Quasi von hinten aufgerollt kommen nochmal ganz kurz die Bücher, die ich bei der Rache des Sub im März euch gezeigt und vorgestellt habe, die ich eigentlich bis Ende Mai lesen wollte, sollte, müsste. Und genau diese Bücher, die ich nicht gelesen oder auch nicht aussortiert habe, die zeige ich euch nochmal, denn für diese zahle ich sozusagen Erlösungsgeld, denn die Bücher möchte ich noch behalten. Teilweise sind auch speziellere Bücher dabei. Kleine Erklärung dazu. Spezieller ist zum Beispiel von Dr. Amy Myers Die Schilddrüsenrevolution, das ganzheitliche Selbsthilfeprogramm bei Hashimoto Über- und Unterfunktion. Es gab im Mai oder das komplette Jahr, auch bis einschließlich Mai und auch noch darüber hinaus, gab und gibt es Themen, die mit meiner Gesundheit zusammenhängen. Und da war eben Hashimoto in diesem Jahr noch überhaupt nicht Priorität. Dementsprechend bin ich hier nicht dazu gekommen. Und ich habe es jetzt auch geändert. Ich werde jetzt ab sofort, das ist ja quasi ein Fachbuch darüber, werde ich Fachbücher nicht mehr auf meinen Sub zählen, habe es also quasi aus meiner Zählung rausgeschmissen, werde es aber gerne noch, natürlich noch lesen und Wissenswertes daraus erfahren. Wenn es zu der Thematik mehr gibt, mache ich nochmal ein Video. Das gleiche gilt für Anthony William, Heile deine Schilddrüse, die Wahrheit über Hashimoto, Über- und Unterfunktion, Schilddrüsenknoten, Tumoren und Zysten. Quasi auch. Gleiche Thematik und habe ich aber immer noch nicht geschafft, mich damit zu beschäftigen. Ebenso hier, ihr seht, ich habe da eine Zeit lang, also in einem Jahr, einfach in einem Monat, mich viel dafür interessiert, aber es ist trotzdem noch nicht durchgelesen alles. Von Datis Karatsian, Schilddrüsenunterfunktion und Hashimoto anders behandeln. Und auch noch ein kleiner Ratgeber, und zwar Hashimoto-Ratgeber, traditionelle chinesische Medizin, gibt da so eine Reihe von Andreas A. Noll und Veronika Haslauer. Auch in dieses kleine Büchlein habe ich noch nicht reingeschaut. Die anderen Bücher habe ich alle angelesen und habe dann eben dementsprechend einige aussortiert, wirklich einige. Ich kam dann in so einen kleinen Wahn und habe in diesem Wahn quasi 35 Bücher aussortiert. Der heutige Substand liegt bei 360, wenn mich nicht alles täuscht und ich jetzt nicht keinen Schwachsinn erzähle. Ich glaube 360 und dementsprechend deutlich unter den 395, wo ich quasi ja, die ganze Zeit eher war. Das liegt daran, dass ich wirklich viel, viel aussortiert habe, gerade aus dem Video zur Rache des Subs vom März. Ich habe Sachen angelesen, ich habe mir Rezensionen dazu angeschaut, ich habe mir die Thematik nochmal angeschaut, habe überlegt, ob ich die jetzt gerade Lust darauf habe oder glaube, dass ich in nächster Zeit Lust darauf habe. Und das war alles nicht der Fall und dementsprechend habe ich sehr rigoros aussortiert. Ich habe mir gleich auch noch ein paar andere Bücher geschnappt und die auch aussortiert. Abgesehen davon sind ja auch welche ausgezogen bei meinem Try a Chapter mit Lisa. Ja, auch hier könnt ihr das Video gerne anschauen. Was aber bleiben darf, ist von Natalio Grüso, Der Wörterschmuggler, denn die Sprache fasziniert mich jedes Mal wieder, wenn ich es in die Hand nehme und anlese. Ich werde es noch lesen. Von Claire Dyer, Als gestern noch morgen war, auch dieses Buch fand ich sehr, sehr gut. Da treffen quasi zwei aufeinander und in einem Menschengemenge werfen sie sich einen Blick zu und es funkt. Und na klar, es klingt vielleicht sehr nach Klischee und nach einer Geschichte, die man schon irgendwie gehört hat oder im Film, den man gesehen hat. Dennoch
konnte mich der Schreibstil auch hier zu Beginn des Buches sehr packen. Von Antonia Michaelis, das Institut der letzten Wünsche darf auch bleiben, einfach aus dem Grund, da ich es zusammen mit Lisa lesen möchte. Und es ist relativ dick und wir geben dem Ganzen aber eine Chance und möchten schauen, ob uns diese fast 500 Seiten überzeugen können. Nur mit deinen Augen von Valerie Bielen oder Valerie, ebenso bei diesem Buch. Und ein besonderer Schatz, der vermutlich nie ausziehen wird, egal ob ich ihn lese oder nicht lese oder gut oder schlecht finde. Und zwar S von J.J. Abrams, Dark Dorst. Beziehungsweise das Buch hier drinnen heißt ja Das Schiff des Theseus. Hat ganz viele Zugaben, die in dem Buch drinnen liegen. Ich finde es wahnsinnig toll gemacht. Habe es damals sofort gekauft und werde, wie gesagt, es vermutlich nie hergeben. Ich weiß es nicht so genau, aber ich schätze mal. Und deswegen bleibt dieses Buch auch. Ich hoffe natürlich auch, dass ich ganz bald dazu komme, es zu lesen. Irgendwie warte ich noch auf den richtigen Moment. Also, wenn jemand einen Moment hat und den mir schicken möchte und es dann der richtige ist, dann nehme ich den. Nein, Spaß beiseite, das sind die Bücher, die hier bleiben. Das heißt, das waren jetzt 9 Bücher, die bleiben hier, obwohl ich quasi sie nicht gelesen habe aus dem März. Da ich es nicht passend habe, kommt hier ein 10-Euro-Schein rein und ich schnapp mir mal 1 Euro wieder raus. Wenn er denn rein möchte. Naja. So dass hier 12 Euro bereits drin sind und ich sagen kann, ich freue mich sehr darauf, dass ich dieses ganze Geld dann am Ende des Jahres spenden darf. Hier bin ich jetzt am Ende angekommen. Ich habe genug Bücher gezeigt, über Bücher gequatscht und ihr habt genug Infos gekriegt, welche Büchervideos ihr euch auch noch angucken könnt, denn ich habe jetzt doch ein paar Mal hier in die Ecke gezeigt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Mittag, Abend, gute Nacht, wie auch immer, wann auch immer ihr das Ganze schaut. Ich wünsche euch natürlich immer gute Bücher und bleibt alle gesund. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Bevor ich es vergesse, sage ich jetzt noch ganz kurz, mein Plan steht, dass ich für den Juni jede Woche 2 Videos habe. Also freut euch drauf, der Juni ist eigentlich versorgt mit 2 Videos pro Woche. Falls es doch mal nicht so sein sollte, nehmt es mir nicht krumm. Ich probiere es momentan sehr und bemühe mich sehr, dass ich jede Woche 2 Videos rausbringe. Dementsprechend sind ein paar davon auch bereits vorgedreht. Manche musste ich aufschieben wegen anderen Videos. Die waren mir dringender, wichtiger, zeitlich wichtiger. Und jetzt, wie gesagt, ist erstmal alles soweit geplant, damit ja, der Juni voller Videos ist. Ich schätze, wir kriegen das hin, dass jede Woche 2 Videos kommen. Ich freue mich.